Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Swiss-Meilen-Schnäppchen. Ich hoffe, ihr habt die Lufthansa-Meilen-Schnäppchen gesehen. Da haben wir auch ein paar Überraschungen vielleicht für euch. Da wollen wir einfach mal reinschauen. Deshalb erstmal wie immer an dieser Stelle das Intro. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute geht es um die Swiss Meilenschnäppchen. Ihr habt ja schon bei Lufthansa hoffentlich geschaut, die Meilenschnäppchen, die ich euch gesagt habe. Da waren ja auch einige Überraschungen bei. Aber bevor wir in die Swiss reingehen, geht es natürlich wie immer mit dem Abonnierbefehl los, Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig, kommentieren und diesen Beitrag liken. Ja, die grundsätzlichen Themen sind ganz einfach bei der Economy Class ins 15.000 Meilen statt 35.000 Meilen in dem Fall und der Hin- und Rückflug muss zwischen dem 15.11. und dem 31.12. sein, 31.12.2021 ganz genau. Ansonsten, wenn ihr auf die Langstrecke geht, da ist der Zeitraum etwas anders von der Buchung. Da ist es nämlich so, dass man, wenn man weiter fliegt, dass man das Ganze dann für nächstes Jahr buchen muss, das heißt also 15. Januar bis 28. Februar bei der Swiss. Ja, dann lasst uns da auch mal direkt einsteigen, so wie ich das eben gemacht habe bei der Lufthansa. Ich lasse euch teilhaben an meinem Screen, schalte mich aber dafür einfach mal weg. Und da seht ihr auch schon, es gibt 189 Ergebnisse ab der Schweiz mit der Swiss. Da würden wir dann doch einfach mal schauen, dass wir das Ganze einmal wieder reduzieren, indem wir das Ganze auf die Swiss reduzieren. Und dann sind wir schon bei 48. Und wenn wir dann auf die Buchungsklasse Business Class gehen, dann seht ihr, sind das 25. Und es fängt natürlich mit europäischen Zielen an. Amsterdam, Athen, Barcelona, Budapest, Kopenhagen, Hamburg, Nizza, Prag. Ich gehe einfach da langsam mal durch. Das Weiteste, was wir hier natürlich auch wieder sehen, sind Ziele wie Hongkong, Singapur und Boston, wobei die ersten beiden mit 70.000 Meilen anstatt 142.000 Meilen sind. Boston ist mit 55.000 Meilen anstatt 112.000, genauso wie Newark. In dem Fall ist es so, dass Lufthansa nur JFK fliegt und die Swiss nicht. Los Angeles ist auch bei der Swiss dabei mit 55.000 anstatt 112.000. San Francisco und Montreal ebenfalls. Da ist es also etwas überschaubarer, aber wie ist es immer im richtigen Leben? Man kann nicht alles haben und die Swiss hat ja auch nicht so ein ganz großes Streckennetz wie die Lufthansa. Aber ich fand schon, dass da einige Angebote bei sind, die spannend sind. Schaut es euch einfach nochmal an. Ihr habt die Zeiträume ja von mir mitbekommen. Ganz wichtig bei den Langstrecken, die sind erst nächstes Jahr. Deshalb da einfach mal schauen, ob da was für euch bei ist. Und auch hier wieder danke, dass ihr zugeschaut habt in der zweiten Folge des heutigen Tages. Und wir bereiten uns jetzt auf die dritte Folge vor. Die vierte Folge kommt auch. Da machen wir auch was. Aber vergesst wirklich nicht zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu liken und zu kommentieren. Das hilft uns wirklich und bringt uns bei YouTube im Algorithmus weiter nach vorne. Schreibt einfach bei den Kommentaren vielleicht, welches Ziel ihr fliegt. Und vor allem, wenn ihr sagt, hey, ich fliege nach Los Angeles, warum fliegt ihr mit Swiss und nicht mit Lufthansa, die dasselbe Ziel für denselben Meilenwert hat? Danke an dieser Stelle und ich freue mich von euch, wieder was zu hören in den Kommentaren. Also bis bald bei Frequent Traveler TV.